Hi zusammen, ich bin Denise von B-Yoga und ich freue mich heute wieder mit euch eine Viertelstunde hier Yoga mit mir zu machen, mit euch zusammen zu machen und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid, wünsche euch viel Spaß dabei. Dann nehmt auch schon mal in eurem Schneidersitz Platz, legt die Hände auf eure Knie oder auf eure Oberschenkel ab und schließt mal sanft die Augen. Richtet nochmal eure Wirbelsäule nach oben auf, zieht die Scheitelkrone zum Himmel, dass ihr hier schön gerade mit gerader Wirbelsäule sitzt, Schultern sind tief. Spürt mal einen kleinen Moment hinein, konzentriert euch auf euren Körper. Spürt, wie ihr hier gerade sitzt, spürt, wie ihr euch gerade fühlt. Spürt mal euren Atem, wo könnt ihr den gerade wahrnehmen, eher in der Brust oder in eurem Bauchraum. Einfach nur beobachten, wie der Atem fließt. Spürt, wie mit jedem Einatmen neue Energie in euch hineinströmt. Und wie mit jedem Ausatmen alles Alte, alles das, was ihr nicht mehr braucht, euren Körper wieder verlässt. Atmet nochmal ein paar Mal in eurem eigenen Rhythmus. Aus. Ein. Und aus. Mit dem nächsten Einatmen öffnen wir mal sanft die Augen. Dann lasst uns mal beginnen mit einem Warm-up. Dafür fangen wir jetzt an mit dem Schulterkreisen. Dafür legt mal eure Hände auf eure Schultergelenke. Der Daumen ist hinten, die Finger liegen so auf der Schulter. Und wir fangen an mit dem Einatmen. Ziehen wir unsere Ellbogen vor unserem Gesicht hoch. Atmen also ein und aus. Atmen nach hinten, unten. Kreisen wir unsere Schultern nach wieder runter. Einatmen hoch. Ausatmen nach hinten, wenn du magst, schließe wieder gerne sanft die Augen, um deinen Blick, um deine Aufmerksamkeit mehr nach innen zu richten. Einatmen, Schultern hoch, Ellbogen zusammen, ausatmen nach hinten, unten, kreisen. Mach das in deinem eigenen Atemrhythmus. Ganz in Ruhe, ganz für dich. Spür mal, wie sich mit dem Einatmen der Brustkorb öffnet. Finde Weite und ausatmen. Gönn dir diese wunderschöne Drehung und Lockerung deiner Schultermuskulatur, deiner Nackenmuskulatur. Und nochmal zwei tiefe Atemzüge. Aus. Lass alles los. Ein und aus. Komm zurück zur Mitte. Öffne leicht die Augen. Dann heben wir mal die Arme in Schulterhöhe an vor der Brust. Verschränken die Finger ineinander. Und mit dem Einatmen werden wir jetzt, also Handflächen zeigen nach vorne, die Arme senkrecht zum Himmel strecken, zu den Fingern schauen, einatmen und mit dem Ausatmen kommen wir, so wie ich jetzt gerade bin, so, ziehen das Kinn wieder ein und machen uns ganz rund im oberen Rücken und die Gegenbewegung. Also ich wollte das jetzt nochmal kurz anteasern. Atmet mal aus hier ohne Bewegung und hebt mit dem Einatmen die Arme senkrecht hoch zum Himmel. Schaut zu euren Händen, macht euch hier mal ganz lang. Und mit dem Ausatmen kommt wieder zur Mitte, macht euch ganz rund, gerade im oberen Rücken. Saugt den Bauchnabel hinein und zieht das Kinn zur Brust. Einatmen, zieh dich nochmal in die Länge, schau zu deinen Händen. Und ausatmen, mach dich ganz rund. Die Schulterblätter ziehen auseinander, Bauchnabel ist eingezogen, Kinn zur Brust. Einatmen, finde Länge, mach dich nochmal ganz lang, zieh die Arme noch ein Stückchen weiter hoch. Kann nochmal gerade gucken und ausatmen.
kreiere hier nochmal Länge in deinem oberen Rücken, saug den Bauchnabel ein, letztes Mal. Einatmen, finde Länge, guck doch nochmal nach oben und aus. Mach dich runter. Einatmen, senk mal die Arme, schüttel mal die Handgelenke so ein bisschen aus, alles wieder zu neutralisieren. Und jetzt werden wir nochmal den Trizeps ein bisschen dehnen. Wir heben mal beide Arme nach oben. Greif mit dem Ausatmen mit deiner rechten Hand deinen linken Ellbogen. Und dann ziehst du den linken Arm mit der rechten Hand so nach unten, dass sich deine linke Hand zwischen deinen Schulterblättern befindet. Kennst du bestimmt die Übung. Atme ein. Aus, Schultern locker und drück ein wenig deinen Ellbogen nach unten, um hier den Trizeps zu dehnen, der linken Seite, einatmen hoch, dann tauschen wir mal, ziehst du mit der linken Hand den rechten Ellbogen hinunter, die rechte Hand zwischen deinen Schulterblättern, Schultern generell locker. Genieß mal diese Dehnung in deinem rechten Trizeps. Dann senk mal wieder ab, locker nochmal die Arme so ein bisschen. Kommen wir jetzt zur nächsten Übung, aber diesmal im Vierfüßlerstand. Dafür stell mal deine Knie auf unter die Hüfte. Fächer deine Finger maximal auf, dass alles Gewicht nicht nur auf den Handgelenken ist, wenn du dich hier abstößt, sondern auch auf den Fingern. Um deine Knie zu entlasten, kannst du auch deine Füße aufstellen. Fang jetzt an mit ein paar Runden Katze-Kuh. Dafür wirst du dem nächsten Einatmen wirst du dein Kinn leicht anheben, deine Schulterblätter nach hinten unten ziehen, dein Steißbein zum Himmel und kommst in ein geführtes Hohlkreuz. Und mit dem Ausatmen machst du dich durch die Gegenbewegung dich ganz rund, saugst den Nabel an, ziehst dein Kinn zur Brust. Wir beginnen zusammen, komm mit deinen neutralen Vierfüßler. Hände unter den Schultern, Knie unterhalb der Hüfte ausgerichtet. Atme aus hier, ohne Bewegung. Und mit dem Einatmen kommst du ins geführte Hohlkreuz. Schiebst dein Kinn ein wenig hoch. Schulterblätter nach hinten, unten. Atmest aus. Saugst den Nabel ein, machst dich ganz rund. Einatmen, wieder hoch, geführtes Hohlkreuz, Schulterblätter nach hinten, unten. Und mit dem Ausatmen saug den Nabel ein, zieh dein Kinn zur Brust, mach dich hier ganz rund wie eine Katze. Noch zweimal mehr einatmen, zeige dich, öffne dich hier. Atme aus, mach dich ganz rund, saug den Nabel ein. Einatmen, neutraler Vierfüßlerstand. Noch kurz die Handgelenke lockern. Die letzte Runde lasse ich mal jetzt doch weg. Spontan entschieden. Man muss flexibel sein, auch im Yoga. Natürlich. Okay. Um hier nochmal alles nachzuspüren. Komm mal an deine Kindsposition. Dafür fühl deine Knie enger zusammen. Und lass dich mit dem Ausatmen auf deine Fersen fallen und strecke deine Arme, wandere mit deinen Fingern nach vorne, strecke deine Arme lang aus und senke deine Stirn zum Boden. Die Arme liegen locker neben deinem Kopf, sind ganz entspannt, die Arme. Die Stirn liegt schwer ab, spüre hier mal einen Moment nach. Im Kinn kannst du wunderbar deinen Rücken dehnen und
dich hier einfach nur mal ein wenig ausruhen, mit neuer Energie versorgen. Das macht der Körper auch ganz von alleine. Einfach nur deinen Rücken dehnen. Das ist auch eine sehr demütige Übung, weil der Kopf von der Position hier unter dem Herzen ist. Gib dich hier mal einen Moment hin. Lass alles los. Senk mit jedem Ausatmen gern noch tiefer auf deine Fersen. Und mach dich auch gern noch ein wenig länger, um deinem Rücken hier maximale Dehnung und Weite und Offenheit zu geben. Noch einen tiefen Atemzug. Aus. Mit dem Einatmen stell mal deine Hände neben dein Gesicht und roll dich langsam wieder auf. Wir kommen nochmal in den neutralen Vierfüßlerstand. Dieses Mal sind die Finger sind weiterhin unter der Schulter, aber die Knie sind etwa fast mattenbreit auseinander. Wir wollen jetzt nochmal den Oberkörper. Die Hüfte bleibt gerade relativ. Mit dem Einatmen wollen wir jetzt nochmal den Oberkörper hier öffnen und uns ganz groß machen. Und mit dem Ausatmen fädeln wir durch zur anderen Seite und machen uns immer groß mit dem Einatmen und fädeln. Ich zeige das mal andersrum. Mit dem Ausatmen fädeln wir durch, schauen der Hand hinterher und kommen dann wieder hoch. Atme mal aus hier, ohne Bewegung. Stell auch hier gerne die Füße auf, um deine Knie zu entlasten. Atme aus. Und mit dem Einatmen hebe dich ganz hoch. Schau zu deiner linken Hand als erstes. Atme aus, schau deiner linken Hand hinterher. Fädel durch wie durch ein Nadelöhr. Noch zweimal mehr einatmen, öffnen. Ausatmen, fädel durch. Einatmen, öffne dich, öffne dein Herz, dein Brustbereich, mach dich hier richtig schön auf. Ausatmen, fädel durch. Einatmen, zurück zur Mitte. Erde mal kurz die Füße, wenn du sie aufgestellt hast. Kannst mal deine Hände so kurz kreisen. Und jetzt kommen wir zur rechten Seite. Dafür stell wieder deine Knie, sind wieder fast mattenbreit, ein bisschen davor, Füße aufstellen, atme aus und mit dem Einatmen heben wir den rechten Arm lang nach oben zum Himmel, mach dich ganz lang und atme aus, fädel hier durch, einatmen, öffne dich, mach dich ganz groß und ausatmen, fädel durch, letztes Mal, einatmen, öffne dich und ausatmen. Setz dich jetzt nochmal, kannst du mal deine beiden Zehen zusammen machen und sie in deine Kindsposition, eine tiefe Kindsposition nochmal kommen. Streck die Arme wieder lang aus und leg dich hier schön auf deine Stirn, deine Stirn ab. Dann spür hier einen Moment nach. Um maximale Länge zu kreieren, könntest du auch mal deine Finger, so wie Spinnenfinger, vor dir aufstellen und dann würdest du dann oberen Rücken, deinen Schulterbereich noch mehr dehnen. Probier das einfach aus. Kannst die Hände auch gerne wieder ablegen. Lass hier alles los. Gib dir hier mal einen Moment Zeit. Senk immer tiefer auf deine Fersen. Und gönn deinem Rücken maximale Dehnung deiner Schulter, deinen Schultern und deinem Nacken. Senk wieder ab, wenn du die Hände aufgestellt hattest. Atme nochmal einmal tief ein und aus. Mit dem nächsten Einatmen roll dich ganz langsam hoch. Setz dich auf dein Gesäß. Streck nochmal die Beine lang nach vorne aus. Leg dich mal kurz ab. Zieh die Knie mal zu deinem, umarme mal deine Knie vor der Brust, kreise deine, dein Nacken ist lang, dein Kinn zieht zur Brust
und mach hier mal ein paar genüssliche Kreise über deinen unteren Rücken. Stell die Beine auf. Spür hier nochmal einen Moment nach in Rückenlage. Kannst die Beine auch ausstrecken, wie du magst. Arme sind locker, alles ist locker, dein Kinn tendenziell ein wenig zum Kinn ran, zum Brustbein ranziehen. Gönn dir nochmal einen Moment für dich. Konzentrier dich nochmal auf deinen Körper. Spür, wie du hier gerade liegst. Spür, wie du dich gerade fühlst. Bedanke dich bei dir, dass du dir heute die Zeit für dich, deinen Körper und für Yoga genommen hast. Atme gleichmäßig weiter, musst hier gar nichts weiter tun, lass einfach los, bleib hier einen Moment liegen und entspanne dich. Bleib gerne noch liegen, für mich ist es Zeit, euch Tschüss zu sagen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und ich freue mich auf ein nächstes Mal. Namaste.